Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zur allerersten Team of the Week Prediction von FIFA 21. Es ist wieder soweit, jede Woche gibt es Team of the Week Predictions, vielleicht auch zu anderen Events, die kommen. Ich freue mich mega, weil FIFA ist um die Ecke. Morgen kommt die Web-App und ich werde sicher, EA Access werde ich noch nicht streamen. Der kommt ja am Donnerstag. Ich werde im EA Access wirklich 10 Stunden lang Squad Battles grinden. Noch keine Packs öffnen oder so. Weil dann am Montag direkt die Squad Battle Belohnungen kommen. Und dann kann man noch Coins und Packs abstauben. Und den Rest werde ich traden in der Web App. Einfach das zur Info. Aber ich werde dann ab dem offiziellen Release meine Packs auf Twitch streamen. Beziehungsweise auch die Drafts, Packs etc. Und es wird sich auch Highlight-Videos geben hier auf dem Kanal. So, wir kommen jetzt aber zur ersten Team of the Week Prediction, ja. Wie immer, das Main Team seht ihr schon, beziehungsweise die Startelf. Ich möchte trotzdem kurz auf die Bank und alles eingehen. Es wird ein krasses Team of the Week, habe ich das Gefühl, weil schön mit perfektem Timing haben die Stars so richtig Gas gegeben, was die Performance angeht. Und ich sehe gerade, ich habe noch einen Fehler hier drin. Luis Suarez spielt nicht bei Barcelona. Luis Suarez spielt bei Atletico Madrid. So, jetzt ist es richtig. Also, wir kommen zur Reserve. Die erste Karte ist direkt noch eine spannende für den Start von FIFA. War Mangituka als Stürmer. Ich glaube, er hat rechtes Mittelfeld gespielt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, er ist eine geile Sau, weil ich habe ihn in Kickbase. War Mangituka, der hat ja gegen Mainz ordentlich gespielt. Glaub Tor und Assist waren es am Ende. Das könnte in Form reichen. Dann, ganz, ganz unangenehme Karte, Romain Alessandrini. Der Spieler mittlerweile in China. Nichtsdestotrotz hat er die krasseste Nation, die man in FIFA haben kann. Und er hat bei Qingdao Huangjai heißen die, glaube ich. Sag mal, wie heißt der Verein? Qingdao Huanghai, nicht Huangjai, Huanghai. Fast. Der hat letzte Woche, also ich glaube am Freitag oder so, hat er richtig Gas gegeben. Glaube ich, 2 Tore erzielt. Und ja, das könnte halt für den Innenform bereits reichen. Ja. Dann bleiben wir in der Bundesliga, beziehungsweise gehen in die Bundesliga zurück. Caligiuri, wir wissen es alle, der hat beim 2:0-Sieg gegen den BVB Tor und Assist verbuchen können. Das wird safe für einen Innenform reichen für Caligiuri. Weil wenn du als FC Augsburg-Spieler 2 Scorer hast gegen den BVB und gewinnst, dann bist du im Team of the Week, ja. Dann der nächste, Gamer Brother, hat eine gute Beziehung zu ihm mittlerweile. Niklas Füllkrug, aka Lücke. Hattrick gegen Schalke, ja. Und hat dafür gesorgt, dass David Wagner, entlassen wird als erster Trainer diese Saison, ja. Glückwunsch dazu und halt ein Hattrick, ne. Das ist, denke ich, mehr als verdient, wenn er hier einen Inform kriegt. Dann eine interessante Karte für die Premier League. Masuaku könnte einen Inform kriegen. Was ist da? Habe ich Bowen auch dabei? Nee, habe ich nicht dabei, Bowen. Ich habe mich dafür entschieden, entweder Bowen oder Masuaku. Bowen hatte 2 Scorer gegen Wolverhampton und Masuaku, glaube ich, einen. Aber Bowen ist ein offensiver Spieler, Masuaku ist ein Verteidiger, daher eher pro Verteidiger. Zudem haben nicht viele Verteidiger was gerissen. Daher habe ich mich für Masuaku entschieden. Ja. Dann kommen wir zur Bank. Caputo hat gegen Spezia was, glaube ich. Einiges Score jetzt hier. Glaube ich, 2 oder 3 waren es am Ende. Auf jeden Fall hat er stark gespielt. Für ein Starter-Team könnte er vielleicht nicht schlecht sein. Vor allem jetzt, wenn es auch keine Special-Cards hat, sind diese Karten halt extrem begehrt. Vor allem diese Karten sind ja eigentlich vor dem offiziellen Release schon wieder aus dem Team of the Week draußen. Die kommen ja am Mittwoch zusammen mit der Web-App. Und das offizielle Spiel kommt ja erst nächste Woche Freitag raus. Für die Vorbesteller natürlich schon am Dienstag. Und am Mittwoch ist dann nächste Woche das schon Team of the Week 2. Von daher aufpassen, ne? Die sind nicht lange ziehbar. Da kommen wir zu Zielinski. Der hat beim 6:0-Sieg, war es glaube ich, gegen Genua ordentlich gespielt. Und neben Mertens hat er halt richtig gut performt. Von daher könnte er einen Inform kriegen. Der war auch in sehr, sehr vielen Predictions dabei. Dann Mikel Merino. Der hat 2 Scorer, glaube ich, erzielt am Wochenende. Als zentraler Mittelfeldspieler. Das könnte eine richtig krasse Karte werden, ne? 83er. Fast Rüllit-Gang. Also wenn du dem Shadow gibst.
dann ist es eine richtig geile Karte, ne? Aber es gibt noch krassere, ja. Dann Iniesta, muss ich nicht viel zu sagen. Da glaube ich, 3 Scorer erzielt am Wochenende für Vissel Kobe. Aber, ja, spielt keiner. Andrej Kramaric, das tut mir als Bayern-Fan ein bisschen weh, aber muss man anerkennen, Bombenspiel hat er gemacht gegen die Bayern, ja. 2 Tore erzielt und, ja, Bayern 4-1 geschlagen. Hätte man so vielleicht nicht erwartet in der Höhe, aber wenn einer von Hoffenheim in Form kriegt, dann ist es Kramaric. Leider hat er einen Downgrade bekommen und er ist halt auch zu langsam. Leider. Ob das schlecht ist, weiß aber noch nicht, weil dieses FIFA ist ja Pace, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, was ich vom Pace dieses Jahr halten soll, wenn ich da die gewissen Pace-Downgrades sehe, was einige bekommen haben. Na, wir gehen zum nächsten. Zum Schlimmsten. Issam Ben Yedder. Ich habe so eher das Gefühl, er kommt nicht, weil EA sich denkt, den können wir nicht im Team of the Week 1 bringen. Andererseits denken sie wahrscheinlich, komm, wir bringen ihn, dann ballern die Leute im EA Access schon die ganzen Points weg und haben dann am 9. Oktober, wenn OTW kommt, keine mehr. Hat halt ein Doppelpack erzielt für Monaco. Monaco hat am Ende 3-2 gewonnen, obwohl sie 2 Platzverweise bekommen haben. Sprich, dank Ben Yedders Tore haben sie gewonnen. Und das könnte halt reichen. Ja, ich hoffe nicht. Ich möchte ihn nicht im Team of the Week haben. Die normale Karte reicht wahrscheinlich für den Anfang, aber man weiß halt nie, ne? Die Chance ist da. Wer aber garantiert drin sein wird, ist Dries Mertens. Ja, das ist schon fast Tradition, dass der in den ersten Wochen einen Inform kriegt. Jetzt ist es halt schon in der allerersten Woche. Das könnte für ein Starterteam eine richtig krasse Karte werden. Vielleicht werde ich, ich habe zwar nicht mit ihm geplant, aber vielleicht werde ich doch mit ihm irgendwie spielen. I don't know. Mal gucken. Ja, es gibt auch von Napoli nicht die krassen Spieler. Osimhen könnte man ihn linken und dann einen Weakling zu De Bruyne oder so. Aber ja, mal gucken. Aber der hat 3 Scorer erzielt gegen Genoa. Glaube ich, 2 Tore, 1 Assist oder 1 Tor, 2 Assist. Weiß gerade nicht, wie es war. Auf jeden Fall 3 Scorer hatte er. Und das müsste eigentlich reichen, ja. Dann kommen wir zur Startelf. Benitez hat beim 0:0 von Nizza gegen Girondi Bordeaux, war es, glaube ich, ordentlich Paraden rausgehauen. Da war, glaube ich, eine der stärksten Torhüter-Performances dieses Wochenende. Und Benitez holt sich ja auch jedes Jahr 2 bis 3 Informs. Jetzt ist halt schon Team of the Week 1, meiner Meinung nach. Er hätte es sich verdient. Es gibt auch andere Kandidaten, aber Benitez ist einer der Top-Kandidaten. Dann aus der schottischen Liga, Tavernier. Könnte man vielleicht gut mit ein paar Premier League Spielern linken. Der hat ich weiß gerade nicht, wie sie gewonnen haben, aber er hat 2 Tore erzielt. Wenn ich mich richtig erinnere, am Wochenende. Als Rechtsverteidiger 2 Tore und ein dominanter Sieg. Sollte reichen fürs Team of the Week, ne? Dann Ruben Dias. Der wechselt ja zu Manchester City. Wird wahrscheinlich auch ein OTW kriegen. Der hat ein wichtiges Torziel für Benfica am Wochenende. Generell eine stabile Leistung. 2:0 gespielt am Wochenende. Und das müsste für den Inform reichen, weil nicht viele Innenverteidiger haben rasiert. Ja. Dann noch Jesus Navas. Der hat zwar nur ein Tor, war es, glaube ich. Ich weiß, er hat einen Scorer gemacht am Wochenende. Glaube, fürs entscheidende Tor in der 90. Minute war er dran beteiligt. Als Rechtsverteidiger. Das könnte im Normalfall eigentlich reichen, ja. Das wäre definitiv trotz der schlechten Physis eine sehr, sehr geile Karte für einen Rechtsverteidiger, für spanische Teams, ne? Muss man so sagen. Das wäre eine richtig nice Karte, ja. Dann kommen wir zu den Flügelspielen. Die sind weniger spektakulär als das zentrale Mittelfeld. Linker Flügel, Ansu Fati, Doppelpack für Barcelona. Ja, der würde halt, ich sage jetzt mal, nur auf eine 81 kommen, aber hat halt das Pace. Er ist Spanier, kommt von Barcelona, hat einen Hype, das heißt, es wird teuer. Aber er wird wahrscheinlich ins Team of the Week kommen, ja. Genauso wie Correa, der hat am Wochenende, was hat er am Wochenende schon wieder gemacht? Ich kann es euch gleich sagen, Entschuldigung, ich habe das Zeugs gerade nicht offen. Team of the Week Contenders, zeig mal her. Correa hat 1 Tor, 2 Assists erzielt beim 6:1 Sieg von Atletico gegen Granada. Das müsste im Normalfall reichen, auch wenn sein Teamkollege Suarez noch im Team of the Week sein könnte. Aber Correa hätte es sich definitiv verdient. Ne? Da kommt zum ersten ZM. Zum schlimmsten von allen. Valverde. Seine 83er-Karte ist schon mehr als OP. Und jetzt wird er wahrscheinlich noch einen Inform kriegen, weil der gute Mann hat am Wochenende beim 2:1 Sieg war es, glaube ich, von Real Madrid. 2:1 oder 3:1 war es. Moment, ich hab's gleich.
Ne, 3-2 haben sie gewonnen gegen Betis Sevilla. Valverde hat ein Tor gemacht und was halt für EA ganz, ganz wichtig ist, Valverde hat am Ende den Man of the Match Award gekriegt. Und das ist extrem ausschlaggebend für EA. Die würdigen öfter mal einen Man of the Match Spieler statt einen, der vielleicht 3 Scorer hatte. Ja, von daher, Valverde sieht ziemlich stark danach aus, dass der Kollege ins Team of the Week kommt, ne? Wäre alles andere als geil, ne? Dann kommen wir zur nächsten Karte. Ich scroll hier nochmal ein bisschen rein, damit man es besser sieht. So, Bruno Fernandes. Ja. Der hat Manchester United den Arsch sowas von gerettet am Wochenende mit seinem entscheidenden Elfmeter in der 100. Minute. Ich glaube, das Spiel war, glaube ich, schon abgepfiffen. Und dann hat Manchester United noch einen Elfmeter gekriegt. Und dann am Ende halt das Spiel gewonnen. Ja, ein Tor hat er erzielt und eins hat er noch vorbereitet. Ja? Und halt, wie gesagt, in der 100. Minute den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Könnte eine interessante Karte fürs ZOM werden. Ja, oder auch als Achter im 4-4-2. So als offensivere Komponente könnte man den mit einem Shadow definitiv auf der 8 spielen, wenn der einen Inform kriegt. Weil dann könnte seine Defensive vielleicht auf die 70 gehen und mit einem Shadow kannst du die Defensive dann ungefähr auf eine 80 pushen und das Pace auf eine 85 oder so. Das ist ja richtig OP. Ja. Dann der ZOM, Alejandro Gomez. Der hat am Wochenende auch wieder Gas gegeben. Beziehungsweise er hat halt einfach dort weitergemacht, wo Atalanta Bergamo in der letzten Saison aufgehört hat. Sie haben 4-2 gewonnen gegen Torino. Auswärts. Alejandro Gomez, ein Tor, 2 Assists. Das müsste im Normalfall reichen für den Inform. Und er hat halt das Pace, das ist geil. Den kannst du auch als Stürmer spielen. Und hat, glaube ich, 4 Sterne, wenn ich mich nicht täusche. Sieht man hier wahrscheinlich nicht, ne? Selbstverständlich nicht. Aber wird eine starke Karte, ja. Dann kommen wir zu den Stürmern. Luis Suarez. Ja, frisch gewechselt. 20 Minuten gespielt für Atletico Madrid. Und 2 Tore, 1 Assist. In 19 Minuten hat er gespielt, ja. 3 Score in 19 Minuten. Kann man mal machen, ne? Wird, denke ich, safe ein Inform kriegen. Wahrscheinlich auch dann noch direkt in OTW. Eine Woche später. Mal gucken. Wird aber auf jeden Fall im Team of the Week drin sein. Und dann kommen wir zum wahrscheinlich Prunkstück im Sturm. Jamie Vardy. Hattrick gegen Manchester City. 5-2 gewonnen gegen Manchester City. Ja, was willst du da noch groß sagen, ne? Alles andere als ein Inform wäre frech. Und das wird ein richtig hässlicher Inform. Weil Vardy, wir wissen es, Jamie Vardy hat immer OP-Goldkarte. Und wenn er jetzt direkt in der ersten Woche ein Inform kriegt, gute Nacht, würde ich da mal behaupten. Absolut gute Nacht. Naja, das war's erstmal von der Team of Duke Prediction, von der allerersten. Mal gucken, ob es diese Woche noch ein FIFA-Video gibt. Ich muss gucken, ich denke eher nicht. Spätestens nächsten Montag oder Dienstag dann. Ich tendiere eher zum Dienstag für die nächste Team of the Week Prediction. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Abonniert unbedingt den Kanal, wenn ihr mehr FIFA 21 Content sehen wollt. Es würde mich sehr, sehr freuen. Jede Woche Team of the Week Predictions. Dann jede Woche Weekend League Rewards am Donnerstagabend. Ab jetzt nicht mehr morgen, weil ich in der Schule bin jeden Tag. Und ja, regelmäßig Weekend League Streams probiere ich rauszuhauen. Jetzt im Oktober noch nicht so. Die ersten 2-3 Weekend Leagues will ich wirklich für mich alleine ein bisschen noch das Spiel kennenlernen, aber danach wird dann Gas gegeben. Und ja, bedanke ich mich beim Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.